Stell dir zwei Menschen vor. Der eine sagt, also ich glaube daran, wenn wir alle gemeinsam anpacken, dann können wir hier auf Erden das Paradies erschaffen. Der zweite sagt, keine Chance, der Zug ist längst abgefahren. Wir steuern geradewegs auf die Hölle zu. Wem glaubst du? Sagst du, doch, ich kann mir das gut vorstellen. Wenn jeder bei sich anfängt, an das Gute zu glauben und Gutes zu tun, dann ist das möglich, hier auf Erden den Himmel zu erschaffen. Oder sagst du, keine Chance, alles geht den Bach runter, alles wird immer schlimmer. Ich sage, wir haben hier auf Erden dieselbe Menge an Energie zur Verfügung, um die Hölle oder den Himmel aufzubauen. Stell dir vor, jeder von uns hätte ein Holzscheit als ihm zur Verfügung stehenden Energie, das als Sinnbild. Und das wären wir auf Erden in etwa 7 Milliarden Holzscheite. Nun stell dir vor, diese 7 Milliarden Holzscheite würden in den Aufbau des Paradieses fließen. Dahin Mauern einzureißen, echte Lebensmittel anzubauen und mit sich, seinem Nachbarn und mit der Natur im Einklang zu sein. Was bliebe für die Hölle übrig? Nichts, weil bereits alle Holzscheite im Aufbau des Himmels geflossen sind. Und jetzt mal ganz ehrlich, was ist schon eine Hölle ohne vernünftiges Feuer, ne? Nichts. Andersherum geht's genauso. Stell dir vor, 7 Milliarden Menschen befeuern die Hölle. Befeuern die Aufrüstung, das Mauern bauen, das Naturausbeuten und das Ängste schaffen und schüren. Was bliebe für das Paradies übrig? Nichts. Wir haben hier auf Erden dieselbe Menge an Energie zur Verfügung. Die wird nicht mehr oder weniger, sie ist immer gleich. Es ist nur die Frage, wie wir die Energie nutzen und wie wir sie einsetzen. Jeder hat sein Holzscheit und kann entscheiden, wofür er es nutzt. Und jeder ist wichtig. Wir denken uns oft viel zu klein. Jeder hat Verantwortung für sein Holzscheit und entscheidet, wie er das einsetzt. Ich sage, wir können hier auf Erden den Himmel schaffen oder das Paradies oder die Hölle. Es ist unsere Entscheidung. Die Energie, die wir aufwenden müssen, ist dieselbe. Ich habe mich entschieden.